Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play One Piece Odyssey. Ich bin es am SwaffX. Wir sind hier Slow Walking Ruffy mit dem stoischen Blick. Beim letzten Mal haben wir es hier geschafft und den Windkoloss bezwungen und dadurch natürlich viele neue Würfel erhalten, die wir hoffentlich mit unserem guten Lim anwenden können. Doch ich denke mal, das wird erst einmal dazu führen, dass wir in eine neue Memoria reisen werden. Und ich bin natürlich gespannt, welcher es ist. Kommt, ich meine, Alabasta. Jetzt ist die Frage, Water 7 oder direkt hier ins Gerichtsgebäude, was als nächstes kommt. リム、おい、リム。さあ、リム。箱も手に入れたし、あの不思議空間に連れてってくれよ。今度の冒険はどこに行くんだ。次はここね。ここは波がのぞいたキューブの中には 見覚えのある大きな噴水をいただいた町が映し出されていた。 なるほど。 Oh, Entschuldigung, ich dachte, sie redet. Ich bin mir sicher, dass ich sie schon einmal in einem Buch gesehen habe, das ich vor langer Zeit in Ohara fand. Darum gibt es auf dieser Insel eine Tafel in dieser Sprache. Ich würde mehr gerne darüber erfahren. Kann auf jeden Fall nichts Gutes heißen. Also, dann auf nach Water 7, die Stadt des Wassers. ありがとう、チョッパ。もういなくなったりしないわ。なんだか大変な場所のようね。大丈夫よ。さあ、行きましょう。 迷路のような砂塵の遺構を越え、風の巨像を倒した麦わらの一味、新たなるキューブを手に入れた彼らは再び記憶の世界メモリアを目指す。水の都で意外な人物が彼らを待ち受ける。 辞書、海上都市 メリーとはここで別れるんだったな。なあ、ルフィ、俺少しメリーと一緒にいていいか。あ、分かった。じゃあ先に行ってるぞ。 Gibt die in die Stadt. Okay, das ist natürlich sinnvoll, dass Lysop sich hier verabschiedet, weil das war ja dann die Szene dann auch, wo sie um die Flying Lamp gekämpft haben. Megamäßig cooler Kampf übrigens. Und ich frage mich eigentlich gerade, wenn wir hier... Ein Memoria-Würfel.
Sehr cool, sehr cool. Das heißt, eine neue Combo-Attack. Ich würde sagen, das machen wir jetzt zuerst. Du Dreckswürfel! Dann halt, ne, Jungen, keine neuen Skills. So, weg da.俺と決闘しろ。俺が俺に勝てるわけねえだろうが。そうだったの。 このウォーターセブンも前のアラバスタと同じように現実の世界と全く同じじゃないのよね。見た感じ変わってるところはねえな。俺たちここで何をすればいいんだ。そうだな、アラバスタじゃクロコダイルを倒したから ここでは CP9 のロブルッチを倒せばいいんじゃねえか。 それなら今回はそいつを倒すことで目的を達成できるはずだわ。そうか、それじゃあ鳩のやつを探すぞ。ロブルッチって何者なの？恐ろしく強い敵よ。 CP9 という 殺し屋集団のリーダー格なの。そうだな、鳩のやつは強かったな。闇雲に探しても奴がどこにいるかわからねえ。Darf ich mal eine... Ja genau, besiege Rob Lucky. Wenn wir jetzt einfach hingehen, Rob Lucky gleich den Allerwertesten versohlen, heißt es nicht, dass das Abenteuer dann gleich zu Ende ist, weil ich meine, wir wissen es ja theoretisch. Könnte echt schnelles Abenteuer werden, weil das ist ja nicht so wie das andere. Dass wir 100.000 Jahre durch Alabaster müssen. Nee, wir gehen einfach rein. Batschen die weg, sagen dazu noch, tun noch Ecki an seiner langen Nase ziehen und dann ist Abenteuer geschafft. Oh, Leute. What a Seven. Also ich muss auch immer sagen, das war so, wo One Piece halt so einen also, megamäßig guten Lauf hatte. Oh, das Fahrrad. Ihr wisst natürlich, wer mal hier mit seinem Fahrrad übers Eis gefahren ist. Was ist denn dieses Fahrrad? Was war denn Fahrrad hier? Oh, und wo ist der Besitzer? Anscheinend nicht in der Nähe. Ach komm, findet ihr das schon, gehen wir. Und das war auf jeden Fall eine Zeit, wo also One Piece halt einfach, also Alabaster, dann hier Water 7, dann wie gesagt Gerichtsgebäude, so eine mega gute Arc hatte. Ich glaube nicht, dass hier eine Insel in der Nähe war. Ich habe doch gesagt, dass Erinnerungen verschwommen sind. Wessen Erinnerung ist das? Es gab keine Insel. Nein, gab es nicht. Sicher? Das ist deine. Das ist deine... Das war gut. Aber Leute, das mit dem Fahrrad ist natürlich nett, weil das natürlich, ich kann ihren Namen ja aussprechen. Aoki ist es. Von unserem guten Eis-Admiral, der kurz davor natürlich Ruffy und Co. platt gemacht hat. Auch in so einer Mega-Szene. Dann kam natürlich Water 7, was auch so, wie gesagt, natürlich dieses Mega-Highlight hatte, wo Ruffy gegen Lusop gekämpft hat. Boah, also Water 7 ist ja Story-Arc, die ich seit 100 Jahren nicht mehr gesehen habe. Irgendwann, liebe Leute. Ich sag's, ich betone es immer wieder, wenn ich erstmal, wenn Junge Zeit habe und nur noch machen kann, was ich will, dann wird das erstes Mal One Piece nochmal rewatched. Willkommen bei Water 7. Ich betreibe hier einen Mietservice für Bullen. Bullen können euch von dem Unternehmen der Besucherin bringen, wo sich die Docks in die Galera befinden. Möchtet ihr einen Bullen mieten? Was machen wir? Na, wir nehmen uns einen Bullen. Vielleicht bekommen wir Rabatte, weil wir eine große Gruppe sind.
Oh nein, der Transport zwischen der unteren und der oberen DB ist kostenlos. Damit Reisende sich alles anschauen, was sie möchten. Wirklich? Juhu! Na gut, dann auf zur nächsten Anschlussstelle. Naja, es wäre schlimm, wenn es anders wäre, weil ansonsten haben wir dein Budget schnell da unten. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Lissop ist nicht dabei. Okay, Chopper, du musst schwimmen. Ich habe gehört, so Waschbären können gut schwimmen. Und komm, yo. Da sollte jetzt aber so ein kleines Roundup machen. Übrigens, ich bin mir sicher, in der A kommt jetzt noch Frankie dazu. Komm. Gib mir! ここに奴が向かっておるとの情報は本当だったようじゃな。どうします？面倒な奴が現れたもんじゃない。計画の修正が必要なようじゃ。では、市長邸を襲撃する計画は延期に。大軍大将がおるうちは表立って事件など起こせんわい。 Da haben wir natürlich auch eine Ecke gesehen. Was ich vorhin noch erwähnen wollte, es ist natürlich so, wenn wir die gute Robin dabei haben und sie im Endeffekt weiß, dann wird es ja auch nicht dieses eigentlich ikonische Zitat, was sie natürlich in jeder Adaption davon sagt, dieses "Ich will leben". Ich meine, das ist halt eine der bekanntesten ever. Keine Steckbriefe? Okay, schade. Willkommen, Gäste. Herstellen, definitiv. Essen zubereiten. Müssen wir unbedingt was machen. Was haben wir hier denn? Erhöht den Kampf. Ach, wir machen gleich alles, liebe Leute. Kann er nochmal so lange rummachen? Zack. Hier wird gefuttert. So, und Accessoires? Was macht das immer? Mumm plus 650, okay. Da können wir... Widerstand, langweilig. Mumm plus 81, könnte man... EP plus 100, naja, aber 149 ist auch nicht viel. Immer aber Angriff, liebe Leute, ihr wisst, der Maximum will nur Angriff haben. Passt. Was kommt, macht das? Verteidigung plus 229, das ist eigentlich mega gut. Wieso wird das nicht ausgerüstet? Gib mir nochmal ein Verteidigungsding, komm. Und wieso? Ach nein, ich habe Lissop ja nicht dabei. Oh, jetzt kann ich kein Trickbällchen herstellen. Die haben sie im letzten Kopf eigentlich als ganz sinnvoll erwiesen. Hätte ich jetzt noch ein paar Jahre gebaut. So, übrigens hier mal ein kleiner Roundup natürlich für Water 7. Eine der schönsten Städte, die wir bis dato Mopis hätten. Ich würde sogar behaupten, es ist die schönste Stadt, die wir bis hatten. Komplett hier natürlich ein bisschen an Venedig erinnern. Klar, mit seinen Kanälen mit seinen ganzen kleinen Bötlein hier. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Haben sie aber auch hier so schön, ich denke mal, wie noch in keinem One Piece gemacht. Also wirklich, es ist halt nicht einfach nur ein Gang. Es ist jetzt so im ersten Moment wird es wahrscheinlich ein bisschen kleiner als Alabaster sein. Aber man kann sich hier frei bewegen, man kann sich hier besser umschauen. Also es ist wirklich sehr hübsch wieder. Okay. Ich verstehe mal gar nicht, für was es diese Shops gibt. Es ist so irgendwie... Besonders, weil da auch ein Name steht. Wechselstube. Ja, schön. Ich weiß gar nicht, wechseln. Naja, dafür haue ich ihre Fässer kaputt. Einfach weil ich es kann. So. Galera 1 Dock ist am gegenüberliegenden Ufer vom Bullen-Meet-Service. Wenn ihr keine Bullen nehmen könnt, müsst ihr durch die Stadt laufen. Geht einfach nach Norden. Das Einzige, was ich natürlich schade finde, wenn wir jetzt hier nicht durch Waters... wenn wir hier... Also direkt den großen... Oh, warte, da. Das sind die Frankie-Piraten, oder? Nee, doch nicht. Ich dachte, wir stimmen gleich zu Frankies Hut hier. Wenn wir nicht hier nach...
Impel Down. Was Impel Down, liebe Leute? Impel Down war das Gefängnis. Ich hab vergessen. Enis Lobby. Enis Lobby! Genau so. Ich hab mir die ganze Zeit überlegt, wie das dumme Gerichtsgebäude heißt. Und wenn wir da nämlich nicht hinreißen, dann befürchte ich, dass wir uns ein paar coole Fights natürlich entgegengehen. Ja, das ist eine Kiste, die wir nicht öffnen können. Weil Jabura gegen Sanji war natürlich auch mega geil. Und Nami 2, besser Kampf, der Loot-Duschfight, wo sie hier gegen wie heißt die nochmal? Die mit der Brille gekämpft hat. So, halt die CP9. Auch, ach Leute, Mann, das war so ein magischer Story-Arc. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ihr könnt ja auch gerne schreiben, ob es ihr mochtet. Weil da gab es ja natürlich auch noch diese erste Szene, wo natürlich dann auch Robin hier so, wo Rob Lugien so verkleidet ist und dann so CP9, wie jetzt sagen. Und sie halt so weiß, okay, sie sind auf der Jagd nach mir und ja, wenn sie kommen, jagen sie mich. Und ach Leute, das war so ein sehr magischer Story-Arc. Sollte sich mal unser aktuelles Story-Arc ein bisschen was abschauen. Na gut, kein Bashing über die Story-Arc, über die aktuellen. Na, wie gesagt, also Water 7 war ein gutes Story-Arc. Würde ich, ich meine, es gehört natürlich zusammen mit Enis Lobby, aber ich denke, ich würde die auch ganz, also ziemlich weit oben bei meinen Story-Arcs, in meine Story-Hierarchie reintun. Das ist so ein guter Arc gewesen, tolle Charaktere, tolle Handlung, hat dann im Endeffekt so Robin richtig in die Party eingeführt. So, Kremlin, Bobo. Bobo, mein Freund! Kannst du mir irgendwas Cooles geben? Ihr nicht. Ich kaufe einfach mal von allem was. Komm, weg damit. Wer braucht schon Geld? Oh, die Item brauche ich gar nicht. Das sind ja keine Essens. Ich will nur das, wo man kochen kann. So, halt Verbrennung. Der Apfel, der etwas SP macht. Davon kaufen wir uns mal 7 Stück. Die körperliche Heilleinheit, halt, da können wir auch mal eins kaufen. Ich weiß ja nicht, wie die nächsten Bosse kaufen. So, meine Rechnung. Yo, 144.000 Barry, Mann. Was ist das schon? Ich bin Pirat, Mann. Ich tue einfach. Wisst ihr, was die beste Taktik wäre? Ich würde mich selbst diesem Typen da opfern, der in Alabaster war. Uns dann als Kopfgeld, also das Kopfgeld auszahlen lassen für Ruffy, die 1,5 Milliarden Lira wert ist. Und dann würde ich ausbrechen einfach. Aus Impel Down. Und dann kriege ich wahrscheinlich von ihm 1,5 Millionen. Ja, mehr werden es wahrscheinlich nicht werden. Ihr wisst ja, der zieht uns hier ab. Öffel? Ja, doch ganz liegt in die Richtung, wahrscheinlich, dass ich mich keine 3 Meter bewegen kann. Ich wollte hier gerade nämlich betonen, wie schön eigentlich die Welt ist und wie schön die auch designt ist. Was? Achso, beschwert sie sich, weil man gerade so viel ausgegeben hat. Erstens, das ist mein Geld, ich hab das verdient und zweitens, ach komm. Der Schlägel. Schau die Bücher an. Ja, als würde Ruffy ein Buch kaufen, also. Tut mir leid. Wenn das passiert, liebe Leute, dann weiß ich, dass das Spiel unrealistisch ist. So, Zoro, es ist wieder dein Einsatz. Wir brauchen dich nur du hast zwei Aufgaben. Erstens, in allen Kämpfen immer mitten an der Front zu stehen, während alle anderen in der Verteidigung liegen. Und du einfach alles platt machst. Und natürlich Kisten kaputt zu machen. Ich weiß nicht, was davon cool ist. Ich glaube, das Kisten kaputt machen. So, meins? Wie gesagt, da haben sie sich aber echt bemüht, hier die Welt schön zu machen. Also das muss ich echt respektieren. Und ich denke mal, es ist auch, also es ist natürlich schade fast, dass man hier sagen muss, dass sie jetzt im Endeffekt hier nur einige der Story Arcs übernommen hat. Aber dafür, die sie übernommen haben, bis jetzt Alabaster und das hier natürlich. Übrigens, sie werden zu 1000%, also ich weiß es nicht, aber Dressrosa wird auf 1 Million% kommen. Sehr schade, dass sie Skype hier geskippt haben, Mann. Das fällt mir das gerade auf, Mann. Ja, ja. Skip wieder die beste Story Arc. Ja, ja, ja. Wer mag schon Skype hier? Und da fällt mir noch eine Sache ein. Wenn wir Glück haben, erhalten wir jetzt endlich das Sogeking-Kostüm. Weil, ganz ernsthaft, ich weiß jetzt nicht, wie ich ja die Kostüme bekommen soll. Wahrscheinlich kann ich mir jedes Kostüm für 10 Euro kaufen. Also, wäre natürlich ein guter Deal.
Originales Zoro-Kostüm 10 Euro, originales Ruffy-Kostüm 15 Euro. Kann man machen. Oh, was ist das für kleine süße Mietzitze? Ich liebe, dass die Tiere in One Piece immer so fette Köpfe haben. So, ich glaub, im echten Leben hätte ich echt ein Problem, weil ihr Kopf die ganze Zeit so auf den Boden schleifen würde, weil er so schwer wahrscheinlich wäre. Also, nehmen wir uns die Kugelzwiebel noch rein und dann würde ich mal sagen, geht's los auf zur Galera. ついたわ。ガレーラカンパニーよ。ここは何？造船所だ。ここで船を作ってる。ここで船を作るの？アディオの家より大きな船ができそうね。さあ、ロブルッチを探しましょう。 Wir wissen, dass du von der CP9 bist. Oh Mann, ich dafür Blatt. Und wir merken natürlich auch so, das ist der Plot, der natürlich so im Hintergrund hier ein bisschen läuft. Ich sage, es ist halt echt lustig, weil halt Akte One Piece Red mehr oder weniger denselben Plot hatte. Hoffen wir nur, dass es ein bisschen besser hier für sie ausgeht als hier für Uta in One Piece Red. Nämlich, dass sie so langsam merkt, hey, nicht alle Piraten sind böse. Es gibt auch gute unter ihnen, auch wenn es wenige sind. Und es gibt so viel Schönes im Leben, was man noch sehen muss. Und deswegen darfst du die Welt nicht zerstören mit Adio. Ich sage euch, I call it, liebe Leute. Ich sage, es ist eins derselbe Plot wie in One Piece Red, Mann, halt mit Uta. Uta versus Lim, liebe Leute, ist dann natürlich noch die gute Frage. Ich entscheide mich für Uta, kann besser singen. Obwohl, wir haben Lim noch nicht singen hören. Wer weiß, wer in ihr steckt? Lisa oder Eimer oder so? Und da ist er, komm. Gib mir Rob Lucky! Lucky? Nein, den habe ich nicht gesehen. Ihr könnt aber Oma Hatsu in der Kantine fragen. Die Kantine ist das Gebäude der Nordseite, das erkennt ihr in der langen Schlange. Normalerweise ist es nicht so voll. Ist irgendwas passiert? Ist ihnen das Essen ausgegangen oder was? So, ich dränge mich einfach mal eiskalt vor und sage, das ist heute mein Essen. Tut mir leid, ihr habt alle Pech gehabt. So macht das, Ruffy. Basan, Hato no Yatsu wa doko da? Ushiete kure! Tare ga Basan ja? ばあさんじゃった。あたしゃ忙しいんだ。後にしておくれ。そこをなんとか。なんと言われても、今は無理だよ。ほんと、あの二人はどこでサボってるんかね。ちょっとあんたたちやめときな。忙しい時は何を言っても聞きゃしないよ。ね、発馬。 誰が発売じゃ。わ、落ちちゃった。わ、今は忙しい。忙しすぎるんじゃ。私、おばあさんに聞きたいことがあるんだけど、相手にしてもらえないのよ。どうしたらいい？そうは言われても、どうにもできないよ。せめてユカとニーナが来るまで待ちな。誰なの？その、ユカとニーナって。ああ、この食堂の看板娘だよ。 あの子たちが来れば、ハツさんも少しは手が空くだろうさ。それにしてもう遅いね。もうとっくに来てもいい時間なんだけどね。何かあったのかね。そうか。そいつは心配だな。どこかでレディーが困ってるなら、エスコートするのがこのプリンスの務め。任せろ。二人は俺が連れてくる。おい、待て。 どこに行く気だ、ぐるまゆプリンス。闇雲に探しても迷うだけだ。てめえにだけは言われたくねえな、クソ剣士。ちょっと、あんたたちいい加減にしなさい。はあ、面倒だけど、
さっさと片付けるのが良さそうね。おや、あんたたちが探してきてくれるのかい。見かけによらずいい子たちだね。助かるよ。妹のユカはメガネでショートヘア。人の少ない資材置き場あたりにいることが多いね。姉のニーナは赤髪のクセっ毛。船が好きだから製造中の船でも見てると思うよ。ほらほら、これ以上忙しくなる前によろしく頼んだよ。Finde Yuka und Nina. Gut, Baba, dann müssen wir das mal machen. So, liegt das? Nö. Doch? Achso, ist ein Teller. Sah irgendwie spektakulärer aus. Müssen wir später noch versuchen. Ja, krieg ich da noch einen Tipp? Mit dem sollen wir nochmal reden. Die Jungen stellen direkt deine Bilder. Sie hast Lärm, da finde vermutlich ein Materiallager, wo weniger du hast. Rote Locken und wahrscheinlich gerade ein Ort, von dem man Schiffe beobachten kann. Okay, gut. Zum Glück kennt die gut gelaunte Dame sich hier mal aus, wenn wir es schon nicht tun. Bist du es? Nein. Steuern wir mal rein. Von wegen! Muss mir natürlich noch einer sagen, was das Materiallager hier sei. Ah, da oben, komm. Sehr gut. Sehr gut. Ja, so Kantine, die habe ich oben auf dem Gerüst gesehen, aber die Fracht wird noch verladen. Als Treppe blockiert ist, hat der zwei Kräne nach oben bekommen. Ja, genau, lasst einfach irgendwelche Leinen an die Kräne ran. Arbeitssicherheit geht vor, ich weiß schon. Also komm. Schön, komm. Aktivieren wir bloß nicht unsere Gumm-Gumm-Rakete. Danke, langsamster Kran ever. Und dann machen wir dasselbe hier auch nochmal. Und dann haben wir beides kaputt gemacht, alles geht zerstört und die Arbeit hier von Stunden oder Tagen oder Monaten ist komplett verworren. Aber das ist es wurscht, wir wollen die doch eh sabotieren, mehr oder weniger. So, und irgendwo hier oben wird die Dame, was bist denn du für einer? Der chillt hier, oder? Hey, ihr habt es hier auch geschafft, nicht übel. Von hier aus kann man die Arbeit beobachten, ihr könnt so lange bleiben, wie ihr möchtet. Der drückt sich hier, der lenkt hier voll vom Thema ab. Wieso arbeitest du denn mein Freund hier? Nun gut, liebe Leute. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt erstmal eine kleine Karte. Beim nächsten Mal geht's weiter und wir suchen dann die beiden Damen hier. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.